So, Freunde, wir nehmen uns jetzt die 60 Euro Budgetbestellung an bei Röder Feuerwerk. Wir sind schon auf der Seite. So sieht die Startseite aus. Können wir mal kurz zeigen. Also ihr bekommt jetzt immer noch 10% Frühbestellerrabatt. Deswegen habe ich auch gesagt, ich mache mal kurz ein kleines Video mit verschiedenen Budgetklassen. Wir fangen an mit, wie gesagt, mit die 60 Euro. Natürlich fangen wir an mit Knallartikel. Da wir Budget haben, schauen wir erstmal nach den niedrigpreisigen Sachen, würde ich jetzt mal behaupten. Und das niedrigste sind schon mal Reibkopfknaller von Nico. Die von Nico finde ich gut, habe ich schon mal getestet. Wir nehmen erstmal eine Packung mit. Und hier seht ihr auch, warum 60 Euro bei Röder ist, 60 Euro Mindestbestellwert. Deswegen die kleinste Bestellung 60 Euro. Und wir schauen gleich mal weiter. Die Lady Knaller würde ich jetzt nicht mehr so benutzen, weil es ist einfach nichts für mich. Dann würde ich sagen, für ein bisschen lauteren Knall auf jeden Fall die Honey Badger in P1. Kann man nichts mit verkehrt machen. Und wir nehmen einfach noch die Titanschlag Blau mit. Sind beides sehr gute Böller auf jeden Fall. Die Reiber natürlich nicht so laut, aber sie haben halt immer noch diesen schönen alten Flair. Reiben, anzünden. Wegschmeißen, nein, nicht anzünden. Anzünden, reiben. So, ich würde mal sagen, wegen dem Budget würde das auch erstmal das so gewesen sein. Wir schauen natürlich nach Leuchtartikeln, was ich kaufen würde mit dem Budget. Es ist natürlich immer nur meins. Ja? Also, wenn ihr was anderes kaufen würdet für den Preis, macht es einfach. Ich möchte euch nur so zeigen, was würde ich kaufen. So, wir haben hier auf jeden Fall die Lucifer von Panda. Finde ich nicht mehr so schön oder nicht toll. Da würde ich lieber hier zu den Jorge greifen, obwohl sie, glaube ich, 50 Cent teurer sind. Aber das ist jetzt erstmal nebensächlich. Ihr könnt euch selber dann aussuchen, welche verschiedenen Farben. Ich bin eher so der bunte Typ, also in den Warenkorb die bunten Sachen. Schauen wir mal nach, ob man noch ein bisschen was anderes. Ne, da kommt schon die Schweizer für 10 Euro. Das ist ein bisschen zu teuer für uns heute. Und die kleinen sind auch nicht so unseres. Also, wir schauen nach. Dann schauen wir schon mal rein. Und da seht ihr auch Aufrechnung auf 60 Euro. So, wir schauen mal. Fontänen. Vielleicht finden wir bei Fontänen noch was Schönes. Wir haben ja bis jetzt bloß einen Vulkan. So, wir schauen mal rein. Also die Strobes finde ich auf jeden Fall immer empfehlenswert. Also ich benutze selber sehr häufig. Was nicht fehlen darf für mich persönlich sind die Super Color Fountains. Ab in den Warenkorb. Weil schon jahrelang dabei bei mir. Die dürfen echt nicht fehlen. Was haben wir hier noch? Die Black Betty. Ja, sind nicht lieferbar, okay. Jetzt hätte ich gesagt, die nehmen wir auch mit rein. Wir schauen mal, vielleicht finden wir noch ein billiges Sortiment. Sind nur zwei da, aber hier haben wir schon eins von Nico, das Star Connection. Ich will mal Collection sagen. Hier haben wir eine Choco Choco, 1000 Silbertaler, Red Pearls, ein Vesuv und eine Riesenfontäne für 3,95. Kann man nichts verkehrt machen. Ab in den Warenkorb, wir haben ja nicht so viel Geld. So, und für mich dürfen noch ein paar Vögel nicht fehlen für den Preis. Ich würde natürlich Moskitos sonst nehmen, aber die 60-Euro-Grenze ist immer so ein bisschen für 6 kleine Moskitos. Dann nehme ich lieber 6 große Vögel für 4 Euro. Was haben wir jetzt schon? Jetzt haben wir noch 36 Euro, damit kommen wir gut hin. Und wir schauen gleich mal, hier sind wir fertig. Batteriefeuerwerk auf jeden Fall brauchen wir. Wir sortieren wieder nach Preis. Ist ja logisch. Und da haben wir hier von Alpha, wollte ich gerade sagen, von Alba bzw. Funke, Argento, ist ja alles so eine Schiene. Haben wir verschiedene kleine Batterien. Und zwar Leuchtspur, Weißblinker, Titan, Weide, Grünblinker. Grünblinker nehmen wir auf jeden Fall einmal rein, weil Grünblinker sind nicht so weit verbreitet, sie sind sehr schön, sie sind auch im Kommen, finde ich. Also viele machen auch Grünblinker jetzt wieder in Batterien rein. Und die Ahsoka, die machen wir in den Warenkorb schon mal und schauen uns die mal kurz an. Es ist, wie gesagt, eine kleine Batterie mit 7 Schuss. Aber die Ausbreitung ist halt trotzdem sehr schön, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ach ja, das übliche Funkel hier, ne? Dieses
Einmal ringsherum, einmal rumdrehen, ohne was zu sagen. Oh, so sieht's schön aus. Bravo, Lumpi. Ja, also wie schon gesagt, also die Ausbreitung ist echt mega. Hatten wir die jetzt drin? Ja, Grünblinker und die hatten wir, glaube ich, drin. Muss mal kurz gucken. Die haben wir drin. Gut. Ich würde mal sagen, wir nehmen noch eine 5-Euro-Batterie und dann müssen wir schon zum Finale kommen, würde ich mal sagen. Und wir können auch zwei 5-Euro-Batterien nehmen. Auf jeden Fall die Danke von Röder. Ich finde es ja persönlich schön, weil sie hat alle ihre mixten Effekte drin, zum Beispiel auch von den großen Verbundfeuerwerken. Oder zum Beispiel auch diese Engelskotzen-Effekte sind in der Danke-Batterie dabei, deswegen zeige ich sie euch jetzt nicht. Wer sie mal sehen möchte, schaut sie euch ruhig an. Und ein kleiner Favorit, der auch schon ewig im Gespräch ist, ist die kleine Aurora. Für 5 Euro wirklich ein schöner Effekt, den kann ich euch auch mal zeigen. Das sind halt diese Cracker-Sterne, die dabei sind. Rot. Und die Cracker-Sterne fliegen wirklich überall hin. Also es ist eine schöne große Ausbreitung. So, die haben wir auf jeden Fall mit drin. Die 2,5er, ja, dann müssen wir wirklich mal zu 25 Euro. Hier, die haben wir schon mal angesehen. Ich habe nämlich schon mal ein bisschen recherchiert. Und zwar die I Like It von GAU, eine wirklich schöne Batterie. Das ist unsere Finalbatterie, eine Fächerbatterie. Wir haben noch 1,14 Euro. Da würde ich sagen, wir hauen einfach noch eine Packung Reiber rein. Das hatte ich sowieso vor. Und wir schauen uns mal zum Schluss noch die Finalbatterie an von uns für 60 Euro. Die I Like It. Ich finde es halt schön, weil es halt ein reines Gold und halt ein paar Sterne sind. Schönes langziehendes Gold. Und dann halt zum Schluss halt Titangold mit rot und blauen Sternen. Also ist wirklich eine schöne Finalbatterie. Klar, es ist kurz, aber ich muss sagen, für das Budget haben wir jetzt wirklich schön was gefunden für den Pyro-Liebhaber. Wir haben hier schöne Batterien, die kleinen. Die Danke zum Beispiel ist auch schön, klein, aber hoch. Also wir haben hier schon schön was dabei. Wer jetzt natürlich mehr auf Knaller und Böller steht, kann natürlich selbst, wie gesagt, immer entscheiden. Das ist jetzt das, was ich kaufen würde für 60 Euro. Und ich denke, das ist ein schöner Warenkorb, da kann man schön was mit anfangen. Vor allem zu Silvester. Klar, es kommen noch Versandkosten dazu, aber wir reden jetzt rein von dem Materialwert, was man so auch irgendwo anders kaufen könnte. Zum Beispiel, wenn man jetzt nach Röder fahren würde und das abholen würde, hat man 60 Euro. Also ich hoffe, das hat euch so mal ein bisschen gefallen. Ein bisschen komisch für mich, aber ja, war mein erstes Bestellungsvideo mit Budget und von daher wünsche ich euch noch einen schönen Tag und haut rein und checkt die nächsten Teile ab. Zum Beispiel das nächste ist 120 Euro und 250 Euro und dann mache ich vielleicht noch eins Open End, was ich persönlich bestellen würde. Bevor ich es noch vergesse, Freunde, kleine Info für euch. Ich habe natürlich mit Röder zusammen einen Link, sprich einen Partnerlink. Der ist unten in der Beschreibung drin. Wenn ihr Feuerwerk kaufen möchtet bei Röder, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Link benutzt. Für euch kommen da keine Kosten dazu. Das ist einfach nur eine kleine Provision, die ich erhalte für sozusagen geworbene Neukunden. Also wenn ihr Neukunde seid und habt bestellt, kriege ich einen kleinen Prozentsatz von eurer Bestellung sozusagen. Aber wie gesagt, die Preise bleiben alle gleich für euch. Ihr habt keine zusätzlichen Kosten und ihr unterstützt mich damit ein bisschen. Von daher danke euch und habt noch einen schönen Tag. Macht's gut.